Bertrand Stern, ist freischaffender Philosoph und widmet sich seit 50 Jahren der Zivilisationskritik. Das Leben Bertrand Sterns verlief ein wenig anders als unseres vielleicht. Der Wunsch seiner Eltern, seine Persönlichkeit zu fördern, statt sie dem Diktat der Schule zu unterwerfen, ermöglichte ihm, sich ganz und gar mit seinen Bedürfnissen und Leidenschaften zu befassen und sich ihnen ganz hingeben zu können. Also während ich das lese und als ich das geschrieben habe und auf seiner Website geschaut habe, ist es mir so dahingeschmolzen, weil ich mir genau das auch für meine Tochter und für all diese Kinder dieser Welt wünsche. In der eigenen Freiheit seines Selbst und in der Selbstverpflichtung zu einer kritischen und freiheitsschaffenden Reflexion leitet er seine Schwerpunkte der zivilisationskritischen Tätigkeit ab. In verschiedenen Veröffentlichungen, aber vor allem aber in der Begegnung mit interessierten Menschen, widmet er sich den Fragen von Bildung und Schulkritik, Belangen des Friedens und der Ökologie sowie kinderrechtlichen und pädagogikkritischen Positionen. Ich begrüße ganz herzlich und ich freue mich unglaublich, dass Sie heute bei uns sind, Bertrand Stern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Wie es sich für einen Philosophen, zumal für einen freischaffenden Philosophen gehört, habe ich einen Vortrag vorbereitet, der etwa eine Dreiviertelstunde dauert. Vielleicht ein paar Minuten länger, weil ich mir Zeit nehme und euch auch Zeit lasse. Ich möchte bei dieser Gelegenheit erstmal die Polizei herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind und dass Sie auch etwas Philosophisches mal mitkriegen. Das ist etwas anders als der Alltag eines Polizistenlebens. Ich freue mich, dass ihr in den Genuss kommt. Mein Vortrag besteht aus 7 Kapiteln und ich werde zwischen den einzelnen Kapiteln jeweils kurz pausieren, damit die einen und anderen dann auch einen Moment verschnaufen können. Also das erste Kapitel, Entschuldigung, und natürlich gibt es nachher die Möglichkeit, zusammen ins Gespräch zu kommen, das ist ja klar. Erstes Kapitel, denkwürdige 25. Juli 2020 als Tag der Wende. Mit Fragezeichen. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, Philosophen, einen Philosophen, den Sie eingeladen haben, haben Sie wahrscheinlich deshalb getan, weil Sie bedenken mögen, dass die Zuständigkeit eines Philosophen nicht darin besteht, Rezepte zu liefern, um angebliche Probleme angeblich lösen zu können. Dies wäre eher etwas für Ideologen, für Missionare, für Techniker, für Verkäufer, vielleicht auch für Politiker, die sich zumeist den sogenannten Wie-Fragen widmen. Frage: Bewirken ihre Antworten nicht oftmals eine als Reform verkaufte Verschlimmbesserung des Problems, welches damit lediglich verankert und folglich verschoben wird? Demgegenüber geht es mir um die ethisch zentralen Warum-Fragen. Die Warum-Fragen, die eine Einladung zu einer kritischen Nachdenklichkeit bedeuten. Beispielsweise über einige der Nöte, unter denen wir gegenwärtig leiden und die uns zu dieser Versammlung veranlassen. Liebe Freunde, worin wurzeln denn diese Nöte? Ihren Ursprung haben sie nicht nur in der unerträglichen Machtwillkür einer verblendeten, verbohrten Herrschaft, sondern meines Erachtens in einem zivilisatorischen System, in das wir hineingeboren wurden, mit welchem wir groß geworden sind und das wir deshalb als die von mir sogenannten Norm der Normalität betrachten. Würden wir nun einiges anprangern, das uns zwar aus gutem Grunde nicht passt, nicht behagt, wir würden gemäß der Logik der sogenannten Wie-Fragen lediglich an Symptomen herumwurschteln, ohne je die uns im Verborgenen liegenden Ursachen zu begreifen und zu ergreifen. Kann jedoch eine weitergehende Reflexion dem Erkennen dienen, dass es eigentlich um ein komplexes System an sich geht. Allein diese Erkenntnis ist ein gefährliches Abenteuer,
Denn diese Erkenntnis beschränkt sich nicht auf Phänomene wie Corona oder Menschenrechte, vielmehr trifft diese Erkenntnis den Kern unseres Wesens und somit die zentrale Frage nach dem Sinn unseres Lebens. Übrigens eine Frage, auf die es, etwa im Gegensatz zu Religionen, keine pauschal diktierte Antwort geben kann, sondern nur eine eigene Antwort, die jedoch umso dynamischer, umso prospektiver ist. Für dieses Abenteuer gibt es einige Momente, die wir im leichten Gepäck mit dabei haben dürfen. Erkenntnisse auch über die Sackgasse des gegenwärtigen und des gewiss widerwärtigen Systems und hieraus abgeleitete Überzeugungen, Haltungen, für die wir verschiedene wesentliche Argumente finden werden. Mein zweites Kapitel behandelt die Frage einige Grundzüge unserer Zivilisation. Sicherlich ist es ratsam, den einen und anderen Grundzug dieses zivilisatorischen Systems zu erkennen und zu verstehen, mit dem es bisher leider sehr erfolgreich war. Ganz besonders die auf Latein lautende Devise Divide et Impera, also auf Deutsch teile und herrsche. Denn diese Devise ermöglichte jene Vereinzelung, die ganz im Gegensatz dazu steht, dass jede lebende Gattung in einen Kontext eingebunden ist und mit diesem Kontext stets interagiert. Welche Qualen müssen wir alle erlitten haben, bis wir dieses Trennen, dieses Spalten verinnerlicht hatten und uns die sich hieraus ergebenden Traumatisierungen sogar als logisch erscheinen mussten. Aus der ersten Devise des Teile und Herrsche ergibt sich eine zweite, die Galilei Galileo so zum Ausdruck brachte. Ich zitiere, alles, was messbar ist, messen und was nicht messbar ist, messbar machen. Ich darf wiederholen, alles, was messbar ist, messen und was nicht messbar ist, messbar machen. Diese Quantifizierung von allem, also Quantifizieren, dieses Zählen von allem, angefangen Zeugung, Schwangerschaft, Geburt, die ganze Existenz bis hin zum Tod von allem um uns, der Natur, den Elementen des normalisierten Daseins, diese Quantifizierung also, die selbstverständlich Lasten der zumeist kaum materialisierbaren Qualität, denn die Qualität ist eine ethisch verankerte Dynamik. Denn das Messbare kann auch alsbald zählbar gemacht werden, woraus sich schnell das Zahlbare ergibt. Dies mündet in eine Vorstellung, alles Lebendige dem Primat des Geldes zu unterwerfen. Können wir, liebe Freunde, dies wirklich wollen? Zumal bekannt ist, dass Zahlen die Grundlage von ach wie entscheidenden Statistiken sind, mit denen die Politik operiert. Doch im Falle Corona erweist sich die fälschlicherweise Winston Churchill zugeschriebene Aussage, traue keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, als richtig und stimmig. Liebe Freunde, ich bewundere all die Publizisten, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Ärztinnen und Ärzte und alle anderen, die sich aus triftigem Grunde kritisch geäußert haben zu den Ereignissen, die über uns plötzlich hereingebrochen sind. Auch Juristen, die sich energisch gegen die Staatswillkür für den Erhalt unserer Grundrechte eingesetzt haben. Allein eine Rückkehr zum vorigen Zustand würde nichts lösen. Alsbald wären wir wieder konfrontiert mit der nicht mehr zu leugnenden Tatsache, dass unser System schlicht und einfach in einer Sackgasse steckt. Es also andere Maßnahmen bedarf, um dem Leben eine Chance zu lassen, um dem Leben eine Chance zu bieten. Diese Maßnahme bezeichne ich pauschal als Ausbruch. Darauf komme ich zurück. Der Ausbruch aus einem Gefängnis, das nicht nur um uns, sondern in uns selbst verankert ist. Dieser Ausbruch steht für Selbstbefreiung,
für Selbstermächtigung, um der normalisierten Bevormundung und Entmündigung zu begegnen. Nämlich dank der Potenz der eigenen, der angeborenen Kompetenz. Dieser Ausbruch, diese Selbstbefreiung ist nicht das Ergebnis von Mut, sondern, wie ich meine, von Unmut. Ja, liebe Freunde, lasst uns diesen Unmut bewusst wahrnehmen. Er wird uns zum gesunden Boden für den ersehnten Wandel. Ohne diese zumeist dumpfe Sehnsucht, aber auch diesen bewussten Unmut, wären wir wahrscheinlich nicht hier gemeinsam versammelt. Drittens, Auseinandersetzung mit einem Bindestrich. Bei den Auseinandersetzungen rund um Corona muss das Auseinander leider wörtlich genommen werden, denn der Politik gelang es offensichtlich, die Menschen auseinanderzureißen. Werden Familienangehörige, Freunde, Bekannte, Nachbarn sich je wieder angstlos begegnen, sich ohne Argwohn begrüßen, nachdem die Maßnahmen aufgehoben sind, die manipulativ eine Hysterie, eine Panik erzeugten und sogar schürten? Oder werden Menschen künftig in einer ständigen, wahrlich schwächelnden Angst leben? Ihre Mitmenschen könnten ihnen grundsätzlich den Tod bringen, so wie womöglich bei der Pest, bevor deren wahre Ursachen bekannt waren. Noch weitere ähnliche Fragen erspare ich mir an dieser Stelle, denn wesentlich scheinen zumindest mir zwei ganz andere Aspekte. Der erste Aspekt bezieht sich auf die grundsätzliche Frage, ob der Mensch ein von Natur aus krankes, schwaches, dem Unbild des Daseins schutzlos ausgeliefertes Wesen ist, oder aber ob er prinzipiell gesund, aktiv, kreativ ist und er an den Krisen, die er im Leben erfährt, wachsen, sich entfalten, gedeihen kann. Allerdings bedingt dieser erste Aspekt den zweiten. Jedes geborene Lebewesen wird nun mal sterben. Es kennzeichnet den Menschen, dass er sich dieser Endlichkeit, nämlich seines Todes, bewusst ist, die seine aktiven und kreativen Potenzen triggert. Welchem ideologischen Wahn entspringt es demgegenüber, dem Menschen durch subtile Manipulation einzubläuen, dank der sogenannten Fortschritte der zivilisatorischen Medizin, könne er den als Schmach, als Niederlage, als Versagen betrachteten Tod erfolgreich verdrängen, den Sensenmann besiegen, sozusagen unsterblich sein. Durch Corona konnten uns auch andere, wahrlich wesentliche und sehr komplexe Aspekte der Frage der Gesundheit bewusst werden. Bedingt das Überleben der Gattung Mensch das Besiegen des bösen Feindes in Gestalt von Viren, Mikroben, Bakterien? Sie alle haben in der Natur ihren berechtigten Platz, ihre Funktion. Sie sind Garanten des Lebens und haben den Menschen immerzu begleitet. Ja, das Immunsystem wird geradezu aktiviert und dadurch befähigt, ein gesundheitliches Gleichgewicht zu finden, das jeder Mensch nach der Geburt mit ihnen konfrontiert wird, indes künstliche Sterilität hier völlig fehl am Platz wäre. Könnte hier verdeutlicht werden, wie in welcher Sackgasse eine Zivilisation steckt, die meint, das Böse bekämpfen und besiegen zu müssen, um dem Leben als dem Guten ein Überleben zu sichern. Ein Beispiel für diesen Krieg sind die sich rasant vermehrenden Impfungen in den ersten 13 Monaten des Lebens. Liebe Freunde, die Zahl der Impfungen, ich wiederhole es, in den ersten 13 Monaten vermehrte sich wundersam von 11 im Jahr 1976
über 22 im Jahr 1994 auf unsägliche 40 im Jahr 2013. Ich darf das wiederholen, damit sich das in den Ohren zergehen lassen. Die Zahl der Impfungen in den ersten 13 Monaten des Lebens vermehrte sich wundersam von 11 im Jahre 1976 über 22 im Jahr 1994 auf 40 im Jahr 2013. Apropos Kampf. Gibt es einen zumindest begrifflichen Zusammenhang zwischen dem widersinnigen Krieg gegen ein Virus und der Virilität als Zeichen eines fehlgeleiteten männlichen Gehabes? Es dürfte wohl symptomatisch sein, dass das, was uns als Pandemie verkauft werden sollte, sich als ein anderes Problem erweisen könnte. Wurden wir durch vielerlei Umstände dermaßen geschwächt, dass wir nun keinerlei Möglichkeit mehr haben, auf ein per se harmloses Virus gesund zu reagieren? Um ein Bild zu bringen. Sie werfen Ihrem Hund einen Ball hin, den er holen und Ihnen bringen soll, und er sitzt völlig apathisch da. Welche Faktoren könnten diese massive und massenweise Schwächung wohl bewirkt haben? Zuvörderst all jene, die ich als zivilisatorisch bedingten Alltagsstress bezeichne und der uns wortwörtlich den Schlaf raubt. Die Verkaufszahlen von sowohl Aufputsch als auch Schlafmitteln zeigt auf, welch problembeladenes Verhältnis wir mit Schlafen und Wachsein haben. Zwei der zwar nebensächlich erscheinenden, aber zentralen Fortschritte des Kapitalismus waren der Wecker, der den frühmorgens krähenden Hahn ersetzte, und die Stichuhr, um den Arbeitsgehorsam zu fördern, was in den Höhepunkt mündete, just in time. Es ist klar, liebe Freunde, gar übermüdete Menschen sind eher mürbe zu machen. Diese Müdigkeit ist freilich der Spiegel der zivilisatorischen Spirale, die ich folgendermaßen beschreibe. Arbeit führt zu Geld, führt zu Erfolg, führt zu Prestige, führt zu Konsum und letztlich zu Abfall. Das ist eine Spirale. Der Stress bei diesem endlosen Wettrennen raubt dem Organismus so viel Energie, dass das menschliche Immunsystem unfähig wird, den auch noch so geringen Widrigkeiten des Lebens zu begegnen. Der Organismus reagiert mit Krankheit, die ein Zeichen von gesunder Abwehr sein müsste. Wird diese Botschaft nicht gehört und nicht berücksichtigt, können chronische Pathologien entstehen, zumeist von argen psychischen Nöten begleitet. Immerhin, liebe Freunde, suchten 2018 mehr als 3 Millionen Menschen in Deutschland einen Psychotherapeuten auf. 3 Millionen Menschen im Jahr 2018, 41% mehr als 2009. Der Bedarf ist so groß, dass trotz vermehrter Angebote die Wartelisten immer länger werden. Das hat doch was zu bedeuten. So, einen weiteren Faktor möchte ich benennen, den ich hier nicht weiter ausführen kann. Die zivilisatorische Ernährungsweise. Es ist ja klar, dass an diese luxuriöse Fehlernährung die weltweite katastrophale Ausbeutung von Mensch und Natur gebunden ist. In dieser Aufzählung sei noch ein komplexer Faktor benannt, dessen Wirkung sich gerade in Zeiten einer angeblichen Corona-Pandemie als höchst manipulativ erwiesen hat. Die Medien. Liebe Freunde, selbst Joseph Goebbels hätte sich nicht träumen lassen, dass es mit dem Volksempfänger möglich sei, Menschen dermaßen manipulativ in Beschlag zu nehmen. Immerhin gelang es den Medien, in den Menschen Gefühle von gar hysterischen Ängsten zu wecken und zu unterhalten, sie durch ihre angebliche Berichterstattung zu kriegerischen Kämpfen an der Front zu machen. Sie vermochten es, Menschen dazu zu bringen, in rasender Geschwindigkeit jenen objektiv widersinnigen Maßnahmen zuzustimmen, zu denen sie
von wild gewordenen Regierenden und Behörden genötigt wurden, einschließlich der verfassungswidrigen Fundamente in ihre Grundrechte. Welch ein Hohn, dies mit dem Schutz des Lebens rechtfertigen zu wollen. Man hört ihn nicht. Technikfleisch kann man, keine Ahnung, wer ist zuständig dafür? Die erhobene Forderung nach einem Untersuchungsausschuss zur Klärung der Schuld der Regierenden an diesem inszenierten großen Bluff sollte meines Erachtens ergänzt werden durch einen unabhängigen Untersuchungsausschuss zur Offenlegung der tendenziösen Rolle der Medien. Ergänzt mit der Frage... ergänzt mit der Frage nach der unsäglichen Zensurpraxis bestimmter Leitmedien. Zwei weitere kurze kritische Anmerkungen. Liebe Freunde, sollte nicht auch unser eigener Gebrauch von Instrumenten der Telekommunikation kritisch überprüft werden? An sie gebunden sind nämlich auch viele Phänomene wie Funkstrahlung, somit auch die Frage nach seltsamen Korrelationen zwischen etwa 5G und dem Aufkommen bestimmter Symptome. Mein viertes Kapitel ist ein Exkurs, eine sehr persönliche Nachdenklichkeit zum Thema vom Auseinandersetzen zum Polarisieren und Spalten. Es sei mir, liebe Freunde, an dieser Stelle eine persönliche Anmerkung gestattet. Den Gipfel der Auseinandersetzung bildet das Polarisieren, für das uns die Medien ständig Beispiele liefern. Doch auch für mich unverständlicherweise Thomas Kolbe, Vorstand der Petitionsplattform Campact. Für seinen Aufruf am 15. Mai zur Corona-Eindämmung von Hygienedemos fernzubleiben, hatte er viele tausende Protestschreiben erhalten, viele Campact-Förderer kündigten ihre finanzielle Unterstützung. Doch Thomas Kolbe legte am 6. Juli nach, ich zitiere ihn wörtlich, Fakt ist, seit meiner Mail ist noch viel deutlicher geworden, dass die zentralen Figuren der Hygieneproteste eine Mischung aus Rechtsextremisten, Reichsbürgerinnen und Bürger und Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker sind. Zitat Ende. Seine Quelle muss genannt werden. Antisemiten, rechtsradikale Verschwörungsgläubige, wie die Corona-Demos von rechts unterwandert werden, aus dem Tagesspiegel Online vom 21. Juni 2020. Dazu schreibt er noch Folgendes, ich zitiere, die Beleidigung ausgeblendet wurde mir in den meisten Rückmeldungen vorgeworfen, ich bezöge meine Information allein aus Mainstream-Medien. Viele nannten mir alternative Medien, die ich mir ansehen solle. Und das habe ich dann auch gemacht. Mein Fazit fällt so aus. Es sind Webseiten oder Magazine, die Fake News und Propaganda verbreiten. Sie biegen sich die Welt so zurecht, dass es ausschließlich ihrer Sache dient. Es tut mir leid, aber mehr konnte ich da nicht finden. Zitat Ende. Und in einem PS schreibt Thomas Kolbe noch, die Unsicherheit, die die Corona-Krise hervorbringt, ist ein guter Nährboden für Fake News und Verschwörungserzählungen. Zitat Ende. Liebe Freunde, wie peinlich! Ja, in der Tat wird es Versammlungen geben, die von Menschen und Gruppierungen veranstaltet werden, mit denen wir gewiss keine gemeinsamen Ansichten teilen. Dies bedeutet aber nicht, dass wir alle, etwa wir, die wir uns hier eingefunden haben, Rechtsradikale, Reichsbürger, Esoteriker oder Verbreiter von Fake News wären. Im Übrigen, die Bösen weiter auszugrenzen, ist auch keine Lösung. Denn für ihre womöglich verquere Position werden sie Gründe haben, die zu eruieren wichtig ist, um dem Drama konstruktiv zu begegnen. Dies ist jedoch nicht unser heutiges Ansinnen. Da ich selbst so pauschal und vorverurteilend beschuldigt wurde, erlaubte ich mir die Bitte um konkrete Hinweise für die aufgestellte Behauptung, die mir von keiner Seite geliefert wurde. Dann bemerkte ich in einem Schreiben das Folgende. Ich erlaube mir ausnahmsweise ein Zitat aus einem Brief.
Ich werde mich nicht weiter dazu äußern, außer in der Hoffnung, dass du als junger Vater wissen wirst, wie du dich in Bezug auf das Impfen deines Nachwuchses zu positionieren hast. Mir geht es hierbei weit über die verfassungsmäßige Frage der Unversehrtheit des Menschen hinaus, auch um die Inhalte und Zwecke von Impfungen, also um die Nebeneffekte. Und hier wirst du genau dies feststellen können. Auf der einen Seite die linken Weltretter und Weltverbesserer, die nach Kreissaal und Kindergarten und allerlei mehr nun die Menschen zwangsweise beglücken wollen, auf dass sie im Kampf mit Krankheit und Tod mit immer mehr Impfung zu siegreich werden. Auf der anderen Seite die vor allem religiösen und ideologischen Kräfte, die im Namen von Natur und Heimat und Reinheit und so weiter solche Eingriffe verbieten wollen. Was angesichts solcher Polarisierung auf der Strecke bleibt, ist die Wahrheit über Impfen, über dessen Konsequenzen und über die subtilen Mächte, die dahinter sind, um Profit zu generieren. Wenn du, lieber Freund, als verantwortungsvoller Mensch und liebender Vater dir eine fundierte Meinung hierzu bilden willst, hoffe ich, dass du hierfür nicht nur die amtlichen Veröffentlichungen nutzen wirst, sondern dankbar bist, dass es eine sogenannte Gegenöffentlichkeit gibt, die bestimmte unterdrückte Information preisgibt. Nenne sie meinetwegen Whistleblower. Schließlich, als der Kabarettist Hagen Rether, vielleicht kennen ihn einige unter euch, noch vor Jahren wiederholt fragte, warum ist die Stimmung so scheiße in diesem Lande, wurde gelacht. Solche Unterstellung konnte sich auch nur ein Kabarettist erlauben. Ich gestehe offen, dass es mich erschreckt, in welchem Ausmaße dies inzwischen zutrifft. Aus einer ungesunden Spaltung wurde eine Polarisierung, die wir hierzulande für alle Ewigkeiten als überwunden geltend hofften. Der hysterischen Panik vor dem Virus folgt inzwischen eine Stigmatisierung von Menschen, die ob ihrem Engagement für ihr demokratisches Selbstverständnis zu Verschwörungstheoretikern, eine der absurdesten Bezeichnungen der letzten Jahre, zu Rechten, zu Faschisten, zu Reichsbürgern, zu Verblendeten, zu Esoterikern, zu religiösen Fanatikern und vielem mehr gestempelt werden. Liebe Freunde, wird diese veranstaltete Hexenjagd auf die Bösen und auf das Böse enden? Nach diesem Exkurs ein fünftes Kapitel, Entwürdigung im Namen der unantastbaren Würde. Nun soll ein andersartiger Faktor der allgemeinen Schwächung benannt werden, dessen sehr subtile und nachhaltige Wirkung darauf zurückzuführen ist, dass es bereits in den ersten Lebensmomenten beginnt, nämlich die Entwürdigung des Menschen. Hierbei geht es mir nicht primär um den Skandal, in welch verfassungswidrige Art und Weise die Regierenden hierzulande unsere verbrieften Grundrechte mit einem Federstrich außer Kraft gesetzt haben möchten, sondern mir geht es um ein noch viel dramatischeres Moment. So wie unsere Töchter und Söhne aufwachsen, ist es kaum erstaunlich, dass sie sich den autoritären Charakter angeeignet haben, der für blinden Gehorsam und für frei und willige, also wörtlich freiwillige Unterwerfung sorgt. Allein schon der Begriff Gehorchen weist darauf hin, dass es eben nicht um Horchen geht, als ein sensibles Hören, als ein Wahrnehmen, ja ein Ernstnehmen der Botschaften des eigenen Organismus. Gehorchen oder Horchen versinnbildlichen zwei Qualitäten, die ich als Subjekt oder als Objekt
zu umschreiben pflege. In den zwischengenerationellen Beziehungen mangelt es nicht an Situationen, die der junge Mensch als eine gegen ihn gerichtete Gewalt empfinden wird. Diese wird noch dadurch verschlimmert, dass diese Gewalt ihm als wohlgemeinte Handlung daherkommt. Diese Gewalt gegenüber dem Nachwuchs soll dadurch gerechtfertigt werden, dass sie eine erzieherische Maßnahme sei, für die er sogar dankbar sein werde. Neben dieser unmittelbaren Gewalt gibt es die viel dramatischere strukturelle Gewalt, die ausgerechnet die staatliche Ordnung propagiert, aufdrängt und positiv sanktioniert. Liebe Freunde, ist es kein Skandal, dass just jene Behörden, deren Handeln an die Gebote der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gebunden sein müsste, also zuvörderst die Menschenrechte zu respektieren und zu schützen hätten, diese wissentlich ignorieren oder verletzen. Dass also staatliche, insbesondere schulische Behörden, wider besseres Wissen unsere geliebten Töchter und Söhne auf dem Altar einer obsoleten Ideologie opfern, ist ein nicht weiter hinzunehmender Skandal, eine massenhafte Entwürdigung. Wann werden die betroffenen jungen Menschen sich diese Misshandlung aktiv verweigern? Stellen wir uns vor, liebe Freunde, diese jungen Menschen, unsere Töchter und Söhne würden erkennen, dass sie mit ihren freitäglichen Demos nur verheizt werden, weil die fundamentale Frage hinter all den Nöten unseres Planeten auch der Beleidigung ihres Wesens entspringt. Entwürdigte, traumatisierte Wesen bedürfen notwendigerweise, also wörtlich zum Abwenden ihrer sogar schlimmen Not, des Ausgleichs, der ihnen zumeist als Geld und Konsum und Prestige nahegelegt wird, die sie bitte hart erarbeiten sollen. Für welche Zukunft wollen diese Töchter und Söhne freitags protestieren, wenn sie brav und angepasst am Montag wieder die Schulbank drücken, womit sie den traurigen Beweis ihrer Wohlerzogenheit erbringen? Haben sie sich wirklich damit abgefunden, systematisch um ihre Selbstbestimmtheit, um ihre Würde, aber auch um ihre sozialen und fachlichen Kompetenzen betrogen, gar beraubt zu werden? Liebe Freunde, es ist klar und bereits gesagt worden, dass der Respekt vor der Würde des Menschen zugleich das Anerkennen seines Subjektstatuses bedeutet. Doch Subjekt bin ich, wenn mir nicht nur die Möglichkeit gelassen wird, zu entscheiden, was ich will und was ich nicht will, sondern wenn mir die Kompetenz gewährt wird, Sinnvolles zu tun oder Sinnvolles zu lassen. Demgegenüber ist die Art und Weise, wie Regierende uns in Bezug auf Corona zu bändigen versuchten, schlichtwegs als unwürdig und würdelos zu bezeichnen. Solche Respektlosigkeit zeugt von einer unsäglichen Verkindischung der zu bloßen Objekten der machtgefügig gemachten Menschen. Diese Misshandlung durch strukturelle Beleidigung und Entwürdigung von Subjekten trifft zuvörderst jene, die ungewollt zur Risikogruppe gebrandmarkt werden, die Seniorinnen und Senioren, die dem gesellschaftlichen Wohlmeinen geopfert werden, sehen sich durch diese Ghettoisierung ihrer würdevollen Selbstbestimmtheit beraubt, zum Objekt einer Zwangsbeglückung. Wohin wir auch hinsehen, diese Entwürdigung wird zur neuen Norm der Normalität, die ich dort verwirklicht sehe, wo Menschen brav und wohlerzogen sich einer Maskerade unterwerfen oder als Blockwart ihre partyfeiernden Nachbarn anzeigen. Schließlich, vor Jahren wurde die politische Frage aufgeworfen, ob extremistische Gruppierungen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbrauchen könnten, um das Grundgesetz abzuschaffen und ihre totalitäre Ideologie zu erzwingen. Könnte es nun sein, liebe Freunde, dass die Politik trotz Eidesleistung auf die Wahrung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung
zum Totengräber unserer errungenen Demokratie wurde, um eine bisher unvorstellbare Totalitarität zu verankern. Eine angeblich christlich-konservative Bundeskanzlerin macht sich zur Rädelsführerin einer sozialistischen Zwangsbeglückung, die selbst die SED-Parteibonzen der ehemaligen DDR nicht gewagt hätten zu erträumen, geschweige denn durchzusetzen. Allein, liebe Freunde, solchen Staatsterrorismus können wir uns Gottlob noch entziehen. Ein sechstes Kapitel zum Thema Gesundheit. Logischerweise müssen wir uns in solch hysterischen Zeiten auch der Frage widmen, was überhaupt Gesundheit ist oder was Gesundheit sein sollte. So ähnlich wie es heißt, Frieden sei mehr als die Abwesenheit von Krieg, muss es hier lauten, Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von medizinisch definierter Krankheit. Diese so simpel und naheliegend klingende Aussage ist allerdings folgenschwer. Denn die Abwesenheit von Krankheit bedeutet, sich der Definitionsmacht durch eine medizinische Ideologie zu entziehen. Wohlgemerkt, liebe Freunde, die Kritik an der Medizin als radikale Befreiung von ihren Fängen ist keine Kritik an den Ärzten, als den Heilkundigen, solange diese Heilkundigen mit ihrer Heilkunst die Menschen als Subjekte respektieren, sie begleiten, sie unterstützen, kurz ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Die allermeisten Maßnahmen oder gar alle, die unsere Regierenden im Rahmen der künstlich erzeugten und aufgebauschten Pandemie trafen, bewegen sich vor dieser künstlich tabuierten Dualität von Gut und Böse. Ein Aspekt dieser zivilisatorischen Ideologien, den ich vorhin bereits anführte, betrifft die Verdrängung des Todes durch eine medizinisch geleitete Existenz. Hierzu gehört das Bekämpfen und Besiegen des Bösen. Diese bloße Annahme bewirkt eine Spaltung, einen Gegensatz von Gut und Böse, von sauber, rein, gar steril und schmutzig, unrein, pathogen. Das Kultivieren dieser Spaltung widerspricht dem Ansehen der Jungschen Analyse, die von der lebensnotwendigen Aufgabe ausging, den Schatten zu integrieren. Welch sinnlose, welch lebenslängliche Kriege veranstalten wir gegen diesen Schatten aufgrund unserer Wohlerzogenheit zur Verdrängung dieser zentralen Erkenntnis? Die allermeisten Maßnahmen, die unsere Regierenden im Rahmen der künstlich erzeugten und aufgebauschten Pandemie trafen, bewegen sich vor dieser künstlichen tabuierten Dualität. So wie es bei einem Krieg einen Generalstab gibt, so hat hier ein Gremium die Aufgabe, das angeblich Böse zu bekämpfen, es zu besiegen. Unter den Schaltstellen sei hierzulande das RKI oder die Berliner Charité genannt, aber womöglich geht es weniger um diese Institution an sich als um deren zu trauriger Berühmtheit gelangten Hauptmatadore. Aber international natürlich die WHO und unter anderem die Bill und Melinda Gates Stiftung. Werden Menschen ihnen so lange Glauben schenken, bis sie erkennen, dass sie dadurch wirklich noch dran glauben müssen? Wie lange werden sie sich wohlerzogen der Maskerade, dem Abstand oder dem ständigen Desinfizieren der Hände oder gar später der Impfung unterwerfen? Was als Garant für ein Überleben vorgestellt wird, erweist sich inzwischen anerkanntermaßen als schädlich, sowohl psychisch, sozial wie physisch, körperlich. Liebe Freunde, Gesundheit ist eine stete Gratwanderung gemäß Erich Kästners Aussage, Leben ist immer auch lebensgefährlich. Zu dieser Definition von Gesundheit gehört,
dass die panische Angst vor der Krankheit dem Vertrauen ins Leben weicht, welches selbstverständlich die von mir sogenannten gesundheitlichen Krise beinhaltet. Je früher der Mensch die Potenz und Kompetenz erfährt, die Herausforderungen des Daseins bewältigen, an ihnen gedeihlich wachsen zu können, desto bewusster wird er sein gesundheitliches Vermögen wahrnehmen und folglich dem widerstehen, was uns schwächen könnte. Es darf hier hervorgehoben werden, dass das Pflegen der Gesundheitskompetenz an eine niederschwellige Gesundheitsinfrastruktur gebunden ist, welche sehr früh mögliche krankmachende Faktoren erkennt und anzeigt, etwa Schlafmangel, Stress, Fehlernährung, aber auch bestimmte negative Dispositionen, mit denen wir geboren werden und leben müssen. Schließlich, Gesundheit ist ein Aspekt der vorhin angeführten Würde, sozusagen an diese gekoppelt. Jede Verletzung der Würde ist wirklich eine Kränkung, an der jemand erkrankt. Da das Erkennen und Anerkennen der Würde des Menschen eine Angelegenheit des Einzelnen und seiner insbesondere gesundheitlichen Kompetenz ist und bleibt, kommt eine damit unvereinbare staatliche kollektive Zwangsbeglückung gar nicht erst in Frage, die den Menschen zum Objekt einer staatsterroristischen Bevormundung erniedrigt. Unser Widerstand, liebe Freunde, gegen jedwede noch so wohlmeinende medizinische Maßnahme und gegen jedweden aus ihm abgeleiteten Staatsterrorismus ist ein Einsatz für die Gesundheit, was zugleich sozusagen automatisch den bedingungslosen Respekt vor der Würde des Menschen, der Einzahl jedes Menschen bedeutet. Das letzte Kapitel trägt den Titel Der Ausweg? Fragezeichen. Liebe Freunde, viele spekulieren darauf, dass nach Beendigung einer angeblichen Pandemiegefahr, dank der wohlfeilen Maßnahmen einer guten Regierung, dank der Erforschung von wirksamen Impfstoffen und dank dem Gehorsam der Massen, der frühere Zustand wieder bedingt hergestellt werden kann. Können wir dies wünschen? Können wir uns wünschen, die zuvor herrschenden, höchst krankmachenden Umstände wiederherzustellen? War und ist Corona nicht das deutliche Zeichen dafür, dass wir landläufig krank gemacht werden? Nein, schlimmer, dass wir dies freiwillig, frei und willig selbst tun. Die Folgerungen aus Corona sind nicht eine weitere Impfung, sondern ein Ausbrechen aus dem zivilisatorischen Wahn, der eine unsägliche Schwächung der Menschen bedingt. Wenn wir bereit sind, zumindest schon mal zu erfühlen und zu erdenken, dass wir den Sinn des Lebens weder im Arbeiten finden können, noch im Geld, noch im Erfolg, noch im Konsum, dessen giftige Spiegel unser Abfall als Zeichen von erlittener Abfälligkeit ist, werden wir andere Konzepte des Lebens eruieren. Ja, es mag Bereiche des Lebens geben, die sich nur schwer einem unmittelbaren Ausbruch entziehen. Doch müssen die allermeisten Menschen unter uns fühlen und merken, dass ihre leichtgläubige Hoffnung, durch mehr Einsatz mehr herauszuholen zu können, eine gefährliche Illusion ist. Außer sie gehörten zur Gruppe der Milliardäre dieser Welt, deren Vermögen dank Corona eine unverschämte Steigerung verzeichnete, da ihr Geld sich wie von selbst vermehrte. Aber unser eine, liebe Freunde, wird sich eingestehen müssen, dass mehr Arbeiten nicht proportional das Einkommen steigert, aber durchaus das Elend, nämlich dem Sinn des Lebens abspenstig geworden zu sein, ihm also entgegenzuwirken. Nur als Beispiel unter anderen. Was kostet uns eigentlich das uneinlösbare Versprechen der Vollbeschäftigung? Wir müssen viel hin und her fahren. Wir müssen unseren Nachwuchs fremdplatzieren, sind von bestimmten Einkaufssystemen abhängig, lassen uns bei allerlei naheliegenden Unpässlichkeiten alsbald medizinisch behandeln und erleben uns stets im Stress. Wofür
diese Wohlerzogenheit, nur um ein System zu finanzieren, das uns unter den lügenhaften Vorwand von Corona entwürdigt und entmündigt? Hörten wir schlagartig auf, uns freiwillig und vor allem wieder besseres Wissen selbst zu entmündigen, wäre der Spuk alsbald vorbei. Statt unseren Nachwuchs und unsere Seniorinnen und Senioren in Reservate der Zwangsbeglückung einzupferschen, hätten wir endlich Zeit für sie und Lust, sie auf dem Abenteuer des gemeinsamen Lebens zu begleiten. Ich glaube einfach nicht mehr daran, dass wir unsere Grundrechte deshalb zurückerhalten, weil wir sie als Selbstverständlichkeit durch lauten Protest einfordern. Die korrupt herrschende Klasse interessiert unser Anliegen schlicht und einfach gar nicht. Aber ganz anders, wir entzögen uns ihrer scheinbaren Mächtigkeit, indem wir ihnen durch unsere aktive Ohnmacht die Macht entzögen. Ohnmacht, liebe Freunde, ist einer der wirksamsten Faktoren eines dynamischen, prospektiven Widerstands. Was kümmert uns deren Corona-Geschwafel in den Leitmedien, wenn wir uns deren subtile, manipulative Wirkung durch Medienabstinenz beispielsweise widersetzen? Und wir werden um eine wichtige, daseinprägende Wahl und Entscheidung nicht herumkommen. Entweder Sicherheit oder Freiheit. Während Freiheit für Würde, für Kompetenz, für Verantwortung, für Lebensvielfalt steht, beruhen unsere herrschenden und herrschaftlichen Systeme unter dem Alibi einer angeblichen Sicherheit darauf, dass sie uns auf dem Altar ihre Ideologien opfern und uns um die Freiheit bringen, letztlich umbringen. In diesem Sinne beispielhaft war das Handeln der Regierenden in der Corona-Zeit. Gegen die von ihnen gesäte Angst brauchte die Politik den wohlerzogenen Menschen nur Sicherheit zu versprechen, um rattenfängerische oder, wie ich heute Morgen erfuhr, um bauernfängerische Erfolge zu verzeichnen. An uns liegt es nun zu klären, welche Antwort wir selbst geben wollen und können auf die gar schicksalhafte Frage, entweder Sicherheit oder Freiheit. Zu allerletzt, zu dieser Vision, die es gemeinsam zu konkretisieren gilt, wollte euch diese kritische Reflexion einladen, welche zugleich der Gefahr entgegenwirken soll, auf allerlei Reformen zu hoffen. Das krankmachende Reformieren verstärkt dieses Krankmachende nur. Anders aber der Ausbruch. Ist nicht das Ausbrechen aus dem Gefängnis die Voraussetzung für die Freiheit? Ist der Ausbruch aus der Beleidigung nicht die Voraussetzung für die zu lebende Würde? Geht es nicht zuvörderst um die ethische Haltung, die Albert Schweitzer so treffend formulierte, ich zitiere, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Ich darf nochmal Albert Schweitzer zitieren. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch.